Und dann noch auf Piraten oder so stoßen oder so. Nach Süden. Ja, genau. Können wir jetzt mal von unserer Insel aus nach Süden fahren. Warum nicht? Ich weiß nicht, nee, wir sind gerade nach Osten gefahren, also wir kamen nicht aus dem Süden. Da könnten wir was Neues freischalten, wenn wir hier weiter nach Süden fahren. So, mal unter der Quelle durch. Unser Tank hält jetzt noch ein Weilchen. Der hat zumindest, also der letzte Tank hat eine ganze Weile gehalten. Aber jetzt, ja, die letzten Male sind wir auch immer nur von der Insel nach Quelis und von Quelis zurück gefahren. Jetzt schippern wir hier durch die Weltmeere. Das kann schon ein bisschen. Na hier, Münzen. 16 Münzen haben wir. Ja gut, das ist reich wird man dadurch nicht. Hier im Ozean nach Geld zu suchen. Also ein bisschen was können wir dadurch kriegen. Offene See. Ist das wieder unsere Heimatinsel oder was? Jo. Nehmen wir Kehrtwende. Offene See. Hier waren wir dann, da war eine Insel. Da können wir wieder angeln gehen. Quergang-Insel. Okay. Das Loch haben wir noch nicht gefunden, wo wir hier die Kette bergen sollen. Krabbe. Cool. 404 Error Message no found. Nice. Ein Schlüssel. Oh. Das war eine coole Botschaft. Wir müssen öfters diese Postkram müssen. Diese Postkram müssen wir finden. Das ist cool. Wenn das wirklich jetzt auf verschiedene Sprachen ist und das jetzt wirklich, das wäre noch der Hammer. Hinterlass mich in Ruhe. Ja, ich muss Fisch fangen. Du kriegst nichts davon ab, weil du böse warst. Ja, Reaktionszeit braucht man da. Fahnen gerissen oder was? So, hier mal ein bisschen Köder. Kann nicht schaden. Muschel. Ah, das ist eine Muschel. Seestern. Kann ich mitnehmen. Sehr schade. So, was haben wir da drüben? Angelpunkt oder Sitzbank? Hübsch. Ein paar Screenshots machen. Manche davon kann man eventuell für Thumbnails benutzen oder so. Stimmt, ist Jaja oft hierher gekommen, um nach Metallen zu suchen. Denn auf unserer Insel gibt es keine. Aha. Okay. Zerstören. Auf unserer Insel gibt es doch welche. Was laberst du? Was laberst du? Ich habe schon genug in der Mine gefunden, hier auf dem Weg zur Quelle. Das ist dasselbe Zeug, was wir auf der Insel finden. Von wegen, es gibt keine Sachen auf unserer Insel. Brombeeren gibt es auch auf unserer Insel. Das ist keine Sache. Ja, gut. Einsteigen, bitte. So, ja, die Inseln, die wir bisher erkundet haben, sind nächstes Mal nicht groß. Können wir hier auch hier anlegen? Das wäre auch immer eine Sache. Ups. Gestrandet auf der einsamen Insel. Mitten im Meer. So sieht das wirklich gerade aus. Könnte man wirklich. Könnte man fast denken. Zerbrechen.
Faden. Nicht schlecht. Weiter geht's. So, nach Norden müssen wir ja. Gucken, ob ich da was Fisch angeln kann. Es wird Nacht. Schlafen müssen wir gehen. Oh nein, ich habe keinen Köder. Ja gut, dann gen Norden mit uns. Was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt hier mal wohin fahren, wo wir noch nicht hin dürfen? Das wäre auch mal interessant. Hier dürfen wir jetzt überall hin, aber ich fahre mal nach Osten weiter. Das wäre auch mal interessant. Wahrscheinlich werden wir dann einfach stecken am Rand der Welt. So. Weiter geht's. Offene See. Bis Nacht, ich muss schlafen. Ich weiß. Dich kriege ich. Heute ziemlich viel auf dem Meer geschippert. 17 Münzen. Ja, wie gesagt, reich wirst du dadurch nicht. Nur so ein bisschen was. Die 400 Münzen kriegen wir, die 400 Münzen für die Global Steeps. Okay, das kennen wir, glaube ich, schon. Da waren wir schon. Dann also nach Westen weiter. Und nach Norden. Versuchen wir es mal im Norden. Offene See. Hier mal ein bisschen Boote anfahren. Hier. Kisten kaputt schießen. Fahren. Lal. Tank ist nur ordentlich voll. Geld. Ja, so kann man es auf Dauer auch verdienen. Aber da muss man hier wirklich viel umherfahren. Sonst dann irgendwas kaufen können. Dich haben wir 20 hier. Eiseninsel. Okay, hier waren wir schon. Nach Westen. Vielleicht. Wäre es gar nicht so verkehrt. Jetzt bin ich gerade direkt an einem Fass vorbeigeschippert. Ich weiß. Kannst du jetzt über das Hauptmenü die Karte von Mara öffnen? Okay. Interessant. Quelis. Das würde ich gerne mal machen. Hauptmenü. Mhm. Das Hauptmenü. Über das ganze Hauptmenü? Also jetzt nochmal ganz zurück hier, oder? Und wie sieht das aus? Fischsuppe, Bildsuppe. Ah, das gucke ich mir gleich nochmal an. Also zurück nach Quelis erstmal. Theoretisch könnten wir auch unser Boot hier einfach auf dem hohen Meer zurücklassen und dann. Ich lege mal hier an, muss mir halt nur merken, dass ich mein Schiff hier geparkt habe. Sonst renne ich wieder drüben zum Hafen. Achso, schlafen sollten wir. Das können wir momentan nur auf dem Schiff. So viel geht haben wir noch nicht. Ja, ja, hüpf. Jetzt hier, schlafen. Und F, schlafen. Du bist ermüdet. Vom ganzen Fahren. Verständlicherweise. So, wo wir jetzt wieder auf Quelis sind, kann ich gleich mal ja, die Karte angucken. Das ist wichtig, das wäre vielleicht nicht schlecht. Damit wir mal die Kette müssen wir jetzt finden als Hauptquest. Jetzt kann ich mich hier nicht. So, na dann, gucken wir mal kurz. Verlassen. Müsst ihr jetzt hier abspeichern. Hauptmenü. Im Hauptmenü können wir jetzt die Karte angucken. Okay. War es eine Fehlübersetzung oder wie jetzt? Die Credits können wir machen. Wir können im Hauptmenü die Karte anschauen, hieß es.
Kannst du das Hauptmenü eine Karte von Mara öffnen? Aber wie? Kleidung. Oh, sehr schön. Schwimmreifen. Damit wir nicht versinken. Ah, hier. Hier haben wir sie. Eiseninsel, Kuroliki-Felsen, Heimatinsel. Ah, wir müssen hier die noch, da müssen wir noch erkunden. E-Karte, Kuhnamen. Ah, okay. Hier müssen wir noch nach. Hier ist leider kein Kompass drauf abgebildet, aber wenn unsere Insel im Süden liegt, müssen wir nach Westen fahren. Von Penis aus nach Westen. Was zum? Unser Boot. Wir hätten das ungeparkt. Wir hätten unser Boot ungeparkt. Skandalös. Nach Westen müssen wir. Und dann schippen wir mal nach Westen. Na. Anderes Westen. Stimmt, nach Osten sind wir schon aufgebrochen. Kann ich mich ja noch dran erinnern. Kommst du mit, Boot? Fährt in dieselbe Richtung wie ich. Bloß ein bisschen langsamer. Hier gibt es was Neues zu entdecken. Vielleicht finden wir dort auch den Ort, wo wir die Kette holen können. Das ist so hier nach Westen. Ponyhülle. Sehr gut. Oh, was haben wir denn da? Haben wir Zielflagge. Erkunden können. Piraten. Attacke. Angriff. Ehe sprechen. Halt, Knacki des Schiffsmädchen. Redst du mit mir? Bist du die Besitzerin der fragvollen Schiffs? Ja, das Boot gehört mir. Ich, Dito, Herr und Gebieter Mara. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Koa. Glückliche Gebieterin über eine Insel mit Möwen. Dein Boot ist wirklich wundervoll. Ist es schnell? Na gut, es fährt schon schneller als die normalen Boote dort im Hafen. Nicht wirklich, aber für mich ist es schnell genug. Schade, ansonsten hättest du das an den Piraten, hättest du an den Piratenwettrennen teilnehmen können. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Wow, das klingt toll. Wie finde ich dich, wenn ich bereit bin? Mara ist mein Heimatschiffsmädchen. Ich werde dich finden. Ich werde dich finden. Okay. Pirat. Wir holen uns die Schätze ab. Naja, Schätze. Stein und Holz. Gucken wir mal weiter hier. Pirat ist zu einem anderen Ort unterwegs. Hier ist die Insel. Und da ist eine Fahne. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Das ist unsere Quest. So sieht's aus. Oh, hier können wir rein. Oha, ist aber eine interessante Insel. Sieht ja gut aus. Na dann. Postkrabbe. Machi, you are the wind in my sails, the warm sun on my face. You are my safe harbor in the tumultuous sea of life. Mein Englisch ist nicht das Beste. My love for you is the deepest ocean. I am excited to journey with you as we chart a new course in Our Life, Epo. Okay. Was ist denn hier los? Ich hoffe, die sind nicht alle auf Englisch. Die Postkrabben. Okay, hier ist einiges auf Englisch. As I think of a time when you were no, not in my life, I cannot. From the time I felt your spirit, for the first time I knew loneliness no more.
Ich kann nicht Englisch. If you bring unto me only peace, comfort, tranquility, and solace, my dearest goddess Athena, a black rose you may be, but you will always blossom and grow in my heart and soul. For our sets of tree, you will always have my love. Yeah, always. Snip for here. Ist alle auf Englisch. Was? Ist mir zur Seite geglitscht. Hätten sie mal übersetzen können, das ist jetzt hier unmöglich. Die Mühe mache ich mir jetzt nicht. Könnt ihr euch jetzt mal durchlesen? Ich lasse es 2 Sekunden mal stehen hier. Ja, könnt ihr euch mal die Texte durchlesen, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, dann. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, das ist mir nicht wert. So, viel Spaß beim nächsten. Wenn es euch zu schnell ist, haltet ihr einfach an und dann. Ich lasse es genug, damit man es anhalten kann. Einfach das Video kurz anhalten und dann durchlesen. Ja. Wie ihr mögt. Echo. Hallo Koa. Hallo Echo, hallo Koa. Alter Otto-Witz. Das hätte ich fast lesen können. Den hat man glaube ich schon. Das klingt wie ein Lied. Das hat man schon. Vielleicht können die uns sagen, was hier los ist. Oh, die Bälle. Die können wir brauchen zum Angeln. Die platzieren. Oh, da können wir unseren eigenen Text reinpacken. Wenn wir irgendwann mal Papier dafür kriegen. Papier und Tinte haben wir eigentlich dabei, oder? Mysterien können wir nicht. Stumme Bewohnerin. Tut mir leid, ich habe kein Essen für dich. Was bist denn du? Eine Ratte. Eine Ratianer. Einer von Rattes Gefolgslöten. Ja. Da können wir unser eigenes Zeug reinpacken. Kann man das denn? Wir haben Papier. Tinte und Papier haben wir doch eigentlich mit dabei. Das müsste doch gehen. Haben wir nicht, oder? Hatten wir zumindest mal. Tja gut, vielleicht können wir irgendwann mal hier so Backtracking betreiben. Mal hier zurückkommen und unser Zeugs da rein tun. Okay, dich haben wir schon gesammelt, oder? Ja, okay. Der Liebesbrief. Ach, schade, wenn das jetzt nur auf Englisch ist. Vor allem diese Postkrabben. Das finde ich, das wäre wirklich ein Gag. Also, wenn das halt wirklich in verschiedenen Sprachen wäre. Das wäre toll. Wenn doch jetzt wirklich. Jetzt mal weiter zur Quest hier. Das müssen wir auch mal machen. Wenn halt wirklich mal. Da Sachen lesen könntest. Auf Spanisch, auf Italienisch. Auf Deutsch, naja, Deutsch ist ja natürlich, ja, auf Afrikaans, hätte wirklich lustig, auf, naja, lustig, immer, auf verschiedenen Sprachen, das hätte wirklich, was die, wie es aussieht, zumindest die Briefe dort in der Höhle, die waren jetzt Englisch. Postkrabbe. Ja, Englisch, ist wieder Englisch. My beloved Moni, in case you ever read this, know what I love you, dearly. Cool.
Und ich... Nee, wir fahren dich zurück nach Quintis. Ich habe mir noch eine Quest zu erledigen. Von der wir gerade weggefahren. So, hier. Da müssen wir hin. Da, wo die Fahne ist. Tauchen. Aber auf Tauchfahrt. Oh. Öffne die Schatztruhe und kehre mit deiner Beute zur Rettungsboje zurück. Ah, okay, wir haben hier nur eine bestimmte Ausdauer. Abtauchen. Was? Krabbe. Lesen. I hope you find this butter and know just how much I truly love you. I treasure the time you shared and will always think back on it with fond memories. Sind Rand Mappus. Ja. War doch, glaube ich, auch eine Sidequest, die wir hier erledigen mussten. So, die Schatztruhe müssen wir öffnen. Können wir gar nicht runtertauchen. Runtertauchen? Na, Papa schon mit uns. Wie kommen wir denn an der Schatztruhe ran? Wenn wir hier nur auf einer Ebene schwimmen können. Ja, das Tauchen muss noch lernen hier. Hinuntertauchen. Geht gar nicht, oder was? Öffne die Schatztruhe. Ich will jetzt hier nicht ertrinken oder so. Schatztruhe. Wie? Na, Popo, tu das für uns. Ich muss aufsteigen. Ja, und du musst das doch. Zum Tauchen brauche ich einen Tauchbrille. Haben wir es verkackt oder was? ja, gut. Wir haben von der zwei Tauchbrillen geschenkt bekommen. Müssen wir uns Tauchbrillen kaufen oder was? Ja, gut. Ja, gut. Wo kriegen wir jetzt Tauchbrillen her? Puh, ja, gut. So viel dazu. Da kommen wir wohl wieder. Sobald wir Tauchbrillen haben. Das ist jetzt schade. Wir haben ja 20 Münzen. Können wir ja. Muss Tauchbrille mit suchen. Den will ich mal offscreen recherchieren. Wie das aussieht. Mit dem Tauchen. Hier ist auch noch eine Zielflagge. Wie können wir da Tauchbrillen finden? Rosor Island. Aha, ein neuer Ort in Mara. Tauchen. Ich habe aber keinen Tauchbrille. Nee, das sah schon richtig aus so. Das war schon die richtige Stelle, wo wir gesucht haben. Müssen wir hier nicht umsonst suchen. Fährst den. Die Krabbe wollte ich öffnen. Genau, die Krabbe. Dear Marcus, I love you very much. Uga Muga. And love Mom. Sandwich. Jetzt probiere ich mal, was passiert, wenn wir hier gegen den Rand fahren. Na, Papa, mit diesem Boot kommen wir nicht weiter. Ah, okay. Ja, okay. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Rosor Island. Da legen wir vielleicht mal an und schauen mal dort nach. Ist das die Insel? Ah, es ist ja großartig.
Da passiert ja sonderlich viel. Eine Narve mitnehmen. Hier campt doch jemand. Mhm. Okay. Klauen wir seinen Apfel. Durch die Kisten. Den Proviant nehmen wir auch mit. Käse. Der wird sich wundern, wenn er wieder kommt. Hier könnten wir was bauen, theoretisch. Aha. Na dann, gehen wir mal wieder auf den Couton. Zerbrechen, ich brauche einen besseren Hammer. Natürlich. Postkrabbe. Oh. Das sieht spanisch aus. Zavinde Galera. Der Trainer. Sammler der 5. Metros. Der S. Nora. Dankjon. Anus Cesferimus. Das werde ich jetzt nicht weiter vorlesen. Marina. Cool. Gibt es doch in anderen Sprachen als Englisch. Cool. Ich habe schon dran gezweifelt. Krabbe, haben wir dich schon gelesen? Das ist wieder Englisch. Ja, Englisch ist halt Weltsprache. Das werden die meisten hier. Werden die meisten sprechen. Gut, besorgen wir uns eine Tauchbrille und gehen wieder zurück. Erledigen die Quest. Wie ich jetzt an die Tauchbrille komme, ist auch eine andere Frage, aber. Oh, viel Geld hier. Nice. In Kürze hier an Geld gekommen. Ich würde sagen, erstmal zurück nach Quedis. Dann schauen wir da weiter. Quedis scheint hier die größte Stadt zu sein. Können wir mal gucken, wie war da. Heimatinsel. Ich sollte vielleicht mal schlafen. Schauen wir mal, wie wir an. Du weißt schon, wie wir an. Sag schon. An Tauchbrillen kommen. Wie ich an Tauchbrillen komme. Und dann können wir nochmal ein Quidditch herumspannen. Das ist ja auch noch interessant. Da gibt es bestimmt auch noch andere Anlegestellen, die wir noch nicht erkundet haben. Ein paar Strände, die hier noch unerkundet blieben. Gut. Haben wir heute die Weltmeere erkundet. Kannst du jetzt über das Hauptmenü die Karte von Mare öffnen? Ich weiß. Und damit habe ich auch rausgefunden, welcher Karte. Ist besser, wenn wir hier anlegen, weil das Schiff wird sowieso zurückgesetzt. Hierher. Hops. Seltsamerweise nicht, wenn wir hier anlegen. Das Schiff bleibt zu seltsam im Hafen. Das verschiebt sich nicht. So, dann. Ja. Mein Timer sagt mir, dass wir die Stunde rum haben, langsam. Ja. Dann, ja, habe ich wieder eine Stunde aufgenommen. 2 Parts. Auf einmal. Ja, machen wir hier locker. Bei einer Stunde machen wir jetzt hier. Machen wir jetzt eine glatte Stunde draus. Ja, ich gucke nochmal oben bei der Madame nach, die mir noch eine Tauchbrille geben kann. Ansonsten muss ich mal gucken, muss mal recherchieren, wo ich hier Tauchbrillen herkriege. Und wie das Schwimmen geht. Wie ich das Tauchen meine ich. Wie das Tauchen funktioniert. Da konnte ich bisher nur auf einer Linie geradeaus schwimmen. Da muss natürlich weiterkommen. Das geht immer noch. Sehr schön. Wer braucht Leitern und Treppen? Wo der Berghänge hochhüpfen kann. Nimm bitte, worum ich dich gebeten habe. Okay. Ich muss also erstmal ihre Kette zurückholen.
Tauchbrüllen. Haben wir es jetzt für alle Zeiten vergeigt oder kriegen wir noch irgendwo anders Tauchbrüllen? Also dem Spiel würde ich es zutrauen. Also, ja, so wie das jetzt mit dem Geld aussieht, können wir es auch nur auf dem Ozean kriegen. Oder ab und an von ein paar Leuten, aber eher selten von den Leuten, eher auf dem Ozean. Ja, ich hoffe, wir haben es jetzt nicht vergeigt, weil das Spiel speichert automatisch. Und dann sind wir ja wirklich am Arsch. Das wäre nicht so toll. Ich will das Let's Play jetzt hier nicht hier beenden müssen. Wegen so einer Schlamperei von mir. Nicht wirklich. Wir sind schon eigentlich schön weit gekommen. Ah, die Quests. Suche in der Gegend, die Sami auf der Karte markiert hat. Dann versunkene Halskette. Kauft nötigen Zutaten. Na, bringt Kalebs Geld zu Edegarn. Das haben wir anderweitig ausgegeben. Tintenfass bringst. Das Tintenfass haben wir auch noch nicht. Oha. Immer mehr Quests. Wir fangen ein paar Fische. Müssten wir noch gemacht haben. Vielleicht können wir mal bei Mario nachgucken. Nächsten Part. Ja, nächster Part wieder umschauen hier. Müssen wir wieder gucken. Und wie waren zwei XCOM? Naja, gab es ja immer was. Wir müssen Recycling betreiben. Der Umwelt was Gutes tun. Na dann. Schauen wir mal. Gut, mach Schluss. Damit ich nach oben durch. Sollten euch die Parts gefallen haben, die Aufnahme, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, im nächsten Part. Cool Fisch. Ciao, ciao.